Hallöchen, hier ist wieder euer Tag und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute sind wir hier wieder bei Mineplex gelandet und gucken mal, was hier so Neues ist, denn wir haben zu Weihnachten jetzt so langsam einen neuen Spielmodus bekommen. Aber zuallererst wünsche ich dir erstmal einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, du verbringst ihn jetzt noch mit deiner Familie und ich würde sagen, hopf's hier einmal runter, hopp, und wir landen nun einmal auf, zack. Hehe. Ja, ich weiß nicht, hast du schon eigentlich alle gefunden, Präsenz? Ich habe selber auch noch nicht alle gefunden. Ich bin gerade bei 208 von 210. Ich weiß nicht, wo die letzten zwei sind. Ich gebe schon fast auf. Ich habe schon überall gesucht. Aber es gibt auch noch Trostpreise, falls so wie du, sage ich mal, nicht alle zusammen findest. Findest du jedenfalls, wenn du 50 findest, ein Haustier. Und zwar kriegst du dann einfach nach 50 Geschenken schon mal ein Haustier geschenkt. Das ist ein Eisbär. Dann kriegst du noch was geschenkt, aber irgendwie habe ich das gesehen. Irgendwie war das was. Das war, glaube ich, eine Aura, die um dich rumfliegt. Aber ich konnte sie im Menü noch nicht finden. Ich weiß nicht, ob sie erst nach Weihnachten freigeschaltet wird oder ob das bei mir einfach nicht angezeigt wird. Keine Ahnung, aber jedenfalls habe ich noch eine Aura geschenkt bekommen. Und das war bei 200 Paketen. Naja, zwei Pakete fehlen mir noch. Vielleicht finde ich sie noch, bevor das neue Jahr beginnt, aber da glaube ich nicht so dran. So, aber dafür sind wir heute nicht hier, denn heute wollen wir den neuen Spielmodus testen. Mary Haven? Ich glaube, ich sprich's richtig aus, aber naja. So, jedenfalls, dieser Modus ist neu und es geht darum, den Weihnachtsmann zu beschützen vor Monstern, damit er euch die Geschenke bringt. Natürlich hat er sie schon gebracht, aber wir spielen ihn trotzdem, damit ihr da sehen könnt, was das hier für ein neuer Modus ist. So, aber ich würde sagen, wir klingen rauf und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So, da sind wir schon hier auf der Weihnachtswelt vom Weihnachtsmann. Da ist der Gute. Der steht hier vor seiner Werkstatt und muss natürlich die Geschenke ausliefern. Wir müssen ihm aber noch helfen. Er hat es natürlich schon ausgeliefert. Jetzt müssen wir ihn einfach nur noch retten, theoretisch. So, Aufgabe in diesem Spiel ist, hier diese ganzen kleinen Schneeplatten zu sammeln. Und von diesen ganzen kleinen Schneeplatten kann man sich Türmchen kaufen. Da gibt es einmal so einen Schneeturm, so einen Laserturm, Eisturm und einen Bombenturm. Und die kann man sich dann hier platzieren, um die ganzen Monster aufzuhalten, die da hinten kommen. Das heißt natürlich, wir müssen hier erstmal Schneeplatten holen. Die Monster kommen natürlich hier noch ziemlich langsam an. Die werden immer schneller am Ende. Und dann muss man die natürlich dann hier aufhalten. Und ja, wenn man das schafft, gibt es natürlich mal 2 XP. Mal 2 XP gibt es aber nicht nur für diesen Modus, sondern für alle Modis. Und das heißt natürlich, leveln kann man jetzt. Und das sollte man auch ausnutzen. Komischerweise hat Mineplex noch den Bug. Ich hoffe mal, ich sehe es jetzt auch in dieser Aufnahme. Dann mache ich das mal ganz groß. Und zwar zeigt Mineplex immer an, wenn es mal 2 gibt, dass wir Osterferien haben. Es ist egal, was wir haben. Es gibt dann Osterferien. Das steht dann da auch immer. Mal gucken, ob wir das heute auch hier sehen. So, aber erstmal hole ich mir hier so einen Schneeturm, dann kriegt man so einen Block, dann kann man den einfach mal hier aufstellen. Natürlich müssen wir jetzt hier schnell die verteidigen, unsere Mitspieler wissen nicht genau, was sie hier machen sollen. Ah, ist das herrlich. Naja, vielleicht hängen wir gleich noch eine Runde ran, wenn der Weihnachtsmann sie nicht aufhalten kann, in die Fabrik zu kommen. Jedenfalls kriegen unsere Mitspieler das nicht hin. Ah, wo stellt ihr die denn hin? Da sollen die doch nicht stehen. Wie viele Punkte brauchen wir denn? 20 doch. Oh nein, der Weihnachtsmann, der ist gleich... Zack, zack. Nein! Die Mobs haben gewonnen. Das darf nicht passieren. Ja, da hängen wir gleich noch eine Runde ran. Zu dieser Sitzung hier von diesem Spielmodus haben sie nichts geändert. Also hier hätten sie auch mal ruhig Schnee annehmen können. Denn hier kannst du sonst nichts machen. Na gut, Mission kannst du annehmen, aber Kids kann man nicht kaufen. Naja, so, nächstes Spiel beginnt gleich. So, nächste Runde. Wir probieren hier wieder unser Glück. Mal gucken, ob wir das jetzt schaffen, hier den Weihnachtsmann zu retten vor den ganzen Mobs. Natürlich müssen wir hier wieder Schnee sammeln. Joho. Sind aber auch wieder so viele Themen angefallen seit der letzten Folge. Also, was man wieder hier so erzählen könnte, das ist ja wieder Wahnsinn. Zum einen kam ja letztes Mal erst das Weihnachts-Special raus. Ich hoffe, euch hat das allen ein bisschen gefallen. Ich wollte mich mal wieder neu ausprobieren in Minecraft. Mal nicht mal so mit Skins das aufnehmen, sondern so halt mal so mit Bilddateien, mir das Ganze mal zu gestalten. So ein bisschen wie so South Park habe ich mich orientiert. Und ja, war einfach mal wert, sich mal auch so in die Richtung mal ein bisschen zu gestalten. Mal einfach so auszuprobieren. Und ich muss sagen, geschadet hat es ja nicht. Ja, ich glaube aber, in die Richtung werde ich nicht weiter nochmal sowas machen. Dann kommt nächstes Jahr wieder etwas anderes. Ja, aber Schaden tut sowas nicht, immer sich mal irgendwie anders auszuprobieren, seine Ideen ja mal
so umzuwandeln. So, ich muss hier immer diese Schneeplatten sammeln. Ich glaube, wenn man den so 3-4 Mal gespielt hat, diesen Modus, dann bist du aber auch durch mit dem und dann sagst du auch, nee, hier nicht mehr. Was, der Weihnachtsmann wird angegriffen. Schneller sammeln. Schneller die Platten sammeln, Freunde. Davon sollten wir uns wieder was kaufen können. Gucken mal. Was nehmen wir denn hier vom Turm? Die werden auch immer teurer, wenn man sich was gekauft hat. Ich glaube, wir nehmen uns mal einen Laserturm. Wird ja schon langsam hier wie in Star Wars, denn mit Lasern hier schon. Zack, platzieren wir den und dann baut er sich da auf. Oho. So, natürlich sollten wir nicht die ganzen Türme so dicht beim Weihnachtsmann stellen, sondern sollten die Mobs ja schon weiter vorne versuchen zu bekämpfen. Und da oben seht ihr gerade Osterferien, was ich sagte, ne? Also immer wenn so Double EP ist in Mineplex, dann steht das da immer. Also wir haben immer Osterferien, egal was für, ja, für ein Tag im Jahr ist. Wir haben immer Osterferien laut Mineplex. Also genießt eure Osterferien. Ah, hier liegt so viel Schnee. Die Leute wollen das gar nicht einsammeln. Als ich jetzt auch mein erstes Mal auf diesen Spielmodus gespielt habe, wusste ich auch gar nicht, was ich machen soll. Weil das, weiß ich nicht, da hat man nicht so richtig darauf geachtet, was am Anfang stand, ne? Sammel die ganzen Schneeplatten ein. So, ich will mir jetzt hier ein bisschen Schnee ersparen. Ich möchte mir jetzt gern so einen Bombenturm holen, damit ihr mal seht, was der ist. So wie so ein Minenwerfer ist das. So 45, ich glaube, das sollte reichen. Hoffen wir mal. Boah, genau richtig. 45, so. So ein Bombenturm, wo platzieren wir den denn am besten? Ich glaube, der wäre ja übelst gut hier an dieser Ecke aufgestellt. Man kann das Ganze auch nicht auf dem Eis setzen, also es geht wirklich nur am Rand. Du kannst natürlich auch hier ganz hinten einen hinsetzen, aber das bringt natürlich nicht so viel was, als wenn man den an den Rand platziert. Boah, ist das mühselig hier, die ganzen Platten. Man kriegt auch gar keine Schaufel oder so zur Verfügung gestellt, also musst du wirklich alles per Hand abbauen. Also darum meine ich ja auch, ne? Nach ein paar Runden, dann denkst du ja auch so, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, die ganze Zeit hier Schneeplatten abzubauen. Hier an den Seiten, die kann ich leider nicht abfarmen. Wie hoch kann ich eigentlich klettern? Kann man ja ausprobieren. Nee, die kann ich nicht abfarmen. Schade. Wäre eine super Methode. Aber man kann bestimmt hier übelst hochjumpen. Könnte man hier eigentlich mal ausprobieren, ob man auch aus der Map kommt. Aber erstmal kaufen wir noch ein bisschen was, damit ich euch mal alles zeigen kann. Also ein Bombenturm, ne, der wirft ja dieses Team. Den Laserturm, der schießt halt. Einen Schneeturm haben wir auch. Die sind da vorne. Die werfen ja mit Schneebällen. Da haben wir natürlich noch den Eisturm für uns noch, ne? Ja, der Eisturm. Komm, den holen wir uns mal, damit ihr mal wisst, wie der aussieht. So, jetzt habe ich genug Schnee, jetzt kaufen wir uns den mal. Zack, da haben wir ihn. So, der macht, dass die ganzen Gegner, die ganzen Mobs ein bisschen langsamer werden. Macht sich natürlich gut, den in Verbindung mit dem Bombenturm zu machen. Da baut er sich auf. Schick. Ja, und schon haben wir alle Türmchen fertig. Man kann die leider nicht leveln, das geht nicht. Hätten sie eigentlich auch mit einbauen können, dass du die irgendwie noch upgraden könntest. Das wäre ja noch was. Dann schießen die doppelt oder so. Aber ich möchte heute auch in der Folge auf ein Thema eingehen, was wieder so oft gefragt wurde oder eigentlich so immer nach und nach mal wieder vorkam. Und zwar, was ist los mit den Simpsons? Ich hatte eigentlich schon mal ein Video dazu gemacht, aber irgendwie erwähne ich es jetzt trotzdem nochmal, weil viele ja irgendwie das Video nicht entdeckt haben oder nicht gefunden haben. Und zwar, mit den Simpsons geht's, also es ist nicht vorbei, dass ich jetzt die ganze Zeit nichts von Simpsons mache und so, das hat ja auch einen Grund gehabt, wegen der neuen Version und so. Ich verlinke da einfach mal das Video, da erzähle ich ja ein bisschen mehr drüber. Aber im neuen Jahr geht's mit den Simpsons wieder voran und ich kann nur eins jetzt sagen, so eine Auszeit von den Simpsons zu haben, das tut wirklich auch manchmal gut, so für den Kopf und so, dass man nicht immer nur noch Simpsons baut, sondern auch jetzt mal andere Sachen mal probiert hat. Ich habe mich ja jetzt ausprobiert mit vielen Sachen, geguckt, so wie geht das jetzt auch hier mit diesem Weihnachtsspecial. Hat mir alles gefallen. Ich werde einige Sachen beibehalten, zum Beispiel die Hot- und Dog-Fallen werde ich beibehalten. Die werden im neuen Jahr ein bisschen mehr ausgeschmückt. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze so wird. Im neuen Jahr muss ich mir sowieso noch einen neuen Plan machen, wie das dann mit den Videos wird. Weil da passiert einiges bei mir im Real Life, kann man sagen. Und da muss ich mal ein bisschen gucken. Ansonsten informiere ich euch dann auch wieder im neuen Jahr, was denn so ist. Aber ansonsten mit den Simpsons geht's im neuen Jahr gemütlich und ruhig weiter. So, wir kaufen hier gleich mehrere Sachen, würde ich sagen. Zack, zack, zack. So, dann wollen wir uns mal hier drum kümmern, dass der Weihnachtsmann auch beschützt wird. Ich würde sagen, wir stellen hier ein paar Türmchen gleich mal auf. Laserturm, der kommt natürlich auch hier so hin. Ah, schick. Und da werden die ganzen Mobs bekämpft. Die werden ja auch immer schneller. Sieht man schon lange, dass die schon richtig rennen. Und da ist so ein Eisturm super, um die ganzen Mobs auch zu verlangsamen. So, aber ich würde mal sagen, wir sammeln weiter. Weil wenn wir diese weiter sammeln, sammelt keiner. Und das ist ja auch wieder nicht gut. Die Schneeplatten, die stapeln sich auch. Und dann kriegt man manchmal ein bisschen mehr. Also sollte man sich die lieber vorher schnappen. Bevor sich ein anderer die schnappt. Aber in Wahrheit ist man ja ein Team, also ist ja eigentlich auch egal, wer die sich nimmt.
Aber eigentlich bin ich heute wieder durch mit meinen ganzen Themen. Das waren eigentlich nur zwei kleine Sachen, die ich heute wieder ansprechen wollte. Und euch die natürlich den neuen Modul zeigen. Besonders jetzt auch zur Weihnachtszeit, da mache ich mir auch so ein bisschen so einen ruhigen. Nee, ihr kriegt täglich euren Kalender, kann man sagen. Den Minecraft-Kalender, der ist natürlich nicht so wie der echte Kalender. Weil, ja, der geht ja halt bis zum 1.1., ne? Da geht ja kein Weihnachtskalender von euch ja mit, ne? Oder habt ihr so einen, der so einen ganzen Monat geht? Das wäre ja was Außergewöhnliches. Ah, der Weihnachtsmann wird angegriffen. Schnell holen wir uns noch eine... Ihr darf nicht der Weihnachtsmann angegriffen werden. Das lassen wir nicht zu. Aber so ein Spielmodus geht auch ganz schön lange, muss ich sagen. Wenn ihr es wirklich schafft, die Mobs zurückzuhalten, dann kann das schon ein bisschen dauern. Und die ganzen Schneeplatten hier abzufahren, das ist echt mühselig. Ach, da hätten wir uns echt eine Schaufel geben können, ruhig. Damit so zack, 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 zack. Und sich hier die ganzen Schneeplatten erfahren. So, wir haben 32. Nun muss man noch. Und wir haben immer noch Osterferien hin. Also das ändert sich auch nicht. Das bleibt so. Haben wir nichts. Ah, wir haben gewonnen. Hehe. Und da bin ich wieder im Hauptmenü von Mineplex. Und stehe hier noch vom Weihnachtsmann. Der hat ja jetzt eigentlich schon wieder Feierabend. Was stehst du hier noch rum? Du hast Feierabend. Naja. Aber ich würde euch raten. Geht auf Mineplex, spielt den Modi noch, solange er da ist. Einfach mal immer wieder ein bisschen spielen. Ich habe jetzt, glaube ich, genug von dem. Ich spiele jetzt irgendwas anderes. Muss mal gucken. So, aber ansonsten nicht vergessen, Miles 2 ist auch. Also wirklich ausnutzen, levelt euch hier wieder, wenn ihr noch nicht ein hohes Level habt. Also spielen, spielen, spielen. Im Shop gibt es erstmal noch nichts Neues. Noch nichts so Vernünftiges, wo ich euch wirklich raten würde, euch das zuzulegen. Wir können hier hinten auch noch mal gucken. Hier haben sie auch noch nichts geändert. Aber jedenfalls hier wird bestimmt was kommen. Ich hoffe, wir haben immer noch einen Flieger ran. Naja, müssen wir mal gucken. So, ansonsten halt ein Haustier könnt ihr euch noch besorgen. Also 50 Dinger finden, das ist bestimmt easy. Das kriegt ihr hin, um euch wenigstens so einen Eisbär freizuschalten. Meiner heißt Lars, ist jetzt, Lars der Eisbär. Ich glaube, das kennt jeder. Naja, ich dachte mir einfach so, den nenne ich einfach mal Lars. Oh, da hinten ist auch noch ein Eisbär. Wie heißt der denn? Merry Christmas. Hi. Wäre irgendwie cool, wenn wir uns hier auch irgendwie so eine Figur hingestellt hätten, die du anklickst und irgendwas geschenkt bekommst, ne? So einfach so, noch so ein paar Easter Eggs einbauen. Aber die Kisten sind auch gut. Da kriegst du auch viele Sachen. Ne, wie gesagt, ein Haustür. Ja, irgendwelche Effekte kann man noch gewinnen, wenn man die Kisten alle findet. Mir fehlen ja noch zwei Kisten. Mal gucken, ob ich sie noch krieg. Glaub zwar nicht so dran, dass ich wirklich die alle 210 Kisten voll krieg. Die zwei Kisten werden bestimmt irgendwo sein, wo ich die nicht mehr finde. Weil sie sind ja auch im Nachhinein, sind ja noch welche dazugekommen. Das heißt, sie waren nicht alle gleichzeitig da. Da kann ich nochmal die ganze Map durchsuchen und gucken, wo ich den finde. Naja. So, aber ansonsten war es das Ganze hier heute. Aber eins will ich noch kurz sagen, und zwar, auch bei diesem Spielmodus könnt ihr manche Sachen gewinnen. Das heißt, wenn ihr mehrmals gewinnt, erhaltet ihr auch da, Effekte und so. Kann man da auch gewinnen. So, das wollte ich nochmal kurz anmerken. Und dann war es das Ganze hier. Morgen kommt wieder ein neues Kalendertürchen. Mal gucken, was das ist. Ich hoffe, es kommt wieder mal ein neuer Spielmodus. Wir haben ja Skin-Pakete gekriegt, Welten. Leider noch kein Texturpaket, was wir für alle Welten benutzen können. Was ich noch sehr hoffe, dass das kommt, weil das alte Texturpaket von der alten Edition, das kannst du nicht so ganz mehr so richtig verwenden wie auf der alten Version, weil da manche Blöcke halt nicht mehr so leuchten wie da und so. Das finde ich ein bisschen doof. Und hoffe mal, dass wir noch ein neues kriegen halt, was halt für jede Welt, zur Verfügung steht. Dass man das auch wirklich für jede Welt benutzen kann. Das hoffe ich noch. Na, vielleicht kriegen wir es noch, obwohl schon Weihnachten schon fast zu Ende ist, ne, heute noch. Und dann hat man noch so ein bisschen Weihnachtsstimmung, obwohl ja draußen gar kein Schnee liegt. Bei mir liegt kein Schnee, bestimmt brauche ich auch nicht, das ist viel zu warm zur Zeit, das Wetter. Das kommt bestimmt erst im neuen Jahr, der Schnee, und dann liegt er da wieder. Und dann, so ist das denn auch immer. Na gut, Freunde, so, dann würde ich heute mal das Video hier beenden. Ich spiele noch ein bisschen, ich genieße noch hier so ein bisschen den Schnee, wenigstens im Mineplex, auch wenn er draußen nicht liegt, haben wir ihn wenigstens noch hier im Spiel. So. Ich bin raus, der Lars auch. Und, oder der Lars. Lars, willst du noch irgendwas spielen? Willst du noch irgendwas sagen? Na gut, Lars, wenn du meinst. Also, Freunde, dann war es das Ganze hier. Ich stelle mich hier zum Creeper. Kann ich eigentlich noch heute mir was holen hier? Nee, in 40 Stunden erst. Na gut, dann muss ich halt so warten. Also, Freunde, ich stehe safety. So, und ihr wisst ja, wenn ich safety stehe, dann war es das Ganze hier. Wenn Fragen sind, ihr wisst ja, wohin damit. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder zum nächsten Türchen aufmachen. Und dann haut's rein. Und tschüss.